It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Mein Vater Johnny und ich standen uns sehr nah. Er war für mich nicht diese übermenschliche, angsteinflößende Person, wie viele Menschen gerne glauben. Er war ein sehr feinfühliger, liebevoller Mensch und Vater. If we're ever parted, I will keep the tie that binds us, and I'll never let it break, 'cause I love you. Auch im Studio verstanden wir uns prächtig. Seit seinem American 3-Album Solitary Man von 2000 half ich ihm als Produktionsassistent bei seinen Platten. Meine Aufgabe bestand vor allem darin, bei seinen Gesangsaufnahmen dabei zu sein. Dass der dritte Karrierefrühling meines Vaters von einem früheren Hip-Hop-Produzenten angestoßen werden sollte, hätte er Anfang der 90er Jahre natürlich nie gedacht. You gotta fight for your right. Aber Rick Rubin hatte diese Vision, meinen Vater ohne Band aufzunehmen und seine Stimme in den Vordergrund zu rücken. Mein Vater mochte Rick und hörte bald auch auf seinen Rat, wenn es um geeignete Coverversionen ging. Natürlich war es Rubin, der meinen Vater auf Hurt von Nine Inch Nails oder Depeche Mode's Personal Jesus aufmerksam machte. Your own personal Jesus. Mein Vater war ein sehr aufgeschlossener Mensch. Gute Musik konnte für ihn aus allen Richtungen kommen, ob Country oder Rock'n'Roll. Manchmal war es natürlich nicht einfach, ihn von einer Idee zu überzeugen. Es hat zum Beispiel ewig gedauert, ihn mit Rusty Cage von Soundgarden anzufreunden. I'm gonna break my Rusty Cage. Manchmal behielt mein Dad auch die Oberhand. Immer, wenn er das Gefühl hatte, eine Nummer nicht zu seiner eigenen zu machen, hörte er sofort auf. Egal, wie großartig das Original war. So erging es dann auch dem weltbekannten Song eines Jahrhundertkünstlers, dem sich mein Vater verweigerte. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.